Nanu, was ist denn, was ist das denn? Oh, ein Fußballfeld. Das sind ja Statuen aus Ton? Sie sehen aus wie, wie frisch aus dem Töpferkurs. Was ihr dort seht, ist die Terrakotta-Armee. Ewige Kriege aus gebrannter Erde geformt. Irgendwie beunruhigt mich dieser Anblick. Da hinten ist eine Tür. Ich finde, wir sollten schnell weiter. Und ihr, Leute, ihr wisst, was das heißt, ne? Guck mal, ein Fußballfeld ist hier. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Fußball spielen müssen. Gut, dass ich mich geheilt habe. Hier ist eine Toranzeige sogar. Können wir jetzt hier drauf gehen? Können wir mit denen hier reden? Klick, klack. Okay. Und ich glaube, wir kommen noch nicht weiter, ne? Abgeschlossen. Was sollen wir jetzt nur tun? Sind die Statuen näher gekommen? Völlig ausgeschlossen. Gruselig. Aber Ballon, sie haben sich bewegt, tatsächlich. Das kann doch nicht. Was ist? Das ist nur wieder ein Trick. Sie werden durch einen versteckten Mechanismus angetrieben. Welch perfide Schöpfung. Da, die eine hält ein Schild hoch. Na los, jemand soll vorlesen, was draufsteht. Stellt euch, meine Damen, und beweist mir eure Stärke, Diener. Solltet ihr siegreich sein, werde ich euch euren Wunsch erfüllen. Hochachtungsvoll, Zug Liang. Eine Nachricht von Zug Liang. Irre. Wir müssen es mit den Tonkrieger aufnehmen, sonst erhalten wir niemals eine unsere Audienz. Ganz meiner Meinung. Na dann los. Ihr aufs Feld, ich ins Tor. Hast du Tor? Ich mach das. Aber ich bin derjenige, der um eine Audienz ersucht. Wie soll ich den Respekt erringen, wenn ich mich nicht selbst zum Kampf stelle? Ist mir egal. Wenn hier einer im Tor steht, bin ich das, sonst keiner. Der Torwart verteidigt das Tor. Er ist der letzte Verteidiger. Deshalb muss man sich auf ihn hundertprozentig verlassen können. Ein Torwart muss vorsichtig sein und immer einen kühlen Kopf bewahren. Nicht so wie sie. Aber JP, Vorsicht ohne Initiative führt niemals zum Sieg. Wie? Was meinen Sie? JP, er hat sich in den Kopf gesetzt. Wir können ihn nicht mehr umstimmen. Bleib ruhig. Das wird schon irgendwie. Immerhin spielen wir nicht gegen Eldorado. Wer weiß, vielleicht läuft die Sache gegen diese Tonfiguren besser. Aber Ricardo, Arian, ihr habt's doch selbst gesehen. Er weiß doch überhaupt nicht, was er tut. Vorsicht, Kleiner, kein Wort gegen Louis Bay. Hey, lass mich auf den Grund runter. Ich muss den Fußball beschützen. Louis Bay, wehe, unser Tor wird nicht geschützt, dann... Ich verstehe seine Aufregung, aber es ist wahrscheinlich besser, wenn er diesmal nur zusieht. Will ich auch sagen. Okay, besiege die Terrakotta-Krieger. So, das heißt, JP müssen wir... Achso, können wir jetzt noch nicht auswechseln. Okay, dann ein 11 gegen 11 Spiel.
Seid ihr bereit, euch zu stellen? Alle Mann in Schlachtordnung aufstellen. Genau, passe deine an. Passe an. So, da haben wir ihn. Achso, er muss in der Mannschaft bleiben. Dann geht Harto. So, JP ist mitten auf dem Feld. Vorerst passt das. So. Annahme Ultra Plus. Ja, lassen wir es erstmal so. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal gegen lebende Statue spielen müssten. Ah, die krümmeln ja schon beim Draufschnaufen. Leichter Sieg, Leute. Die Sache ist geritzt. Sie haben doch wirklich diesen Verrückten ins Tor gestellt. Das kann nicht gut gehen. Touchpam bereit! Raymond versus Terrorkotterkrieger. 25 zu 27. Ach du Kacke. Ja, das kann ja was werden. Wir sind Teamlevel unter denen. Wir werden keine Gnade zeigen. Okay. Bogenblitzer. Wir können Spezialtechniken. Wie kann der so beweglich sein? Oh, Max. Das heißt, ich kann eh nichts machen. Deswegen können wir ihn auch durchlassen. Lass den Mann mal durch. Ihr habt eh keine Chance. So, das erste Tor fällt. Zahnwerkzerstörer. Ist das eine Spezialtechnik? Nein, gar nicht. Den halte ich. Du bist einfach der beste Waffenbruder. Nicht schlecht. Muss man echt zugeben. Lu Bei, was ist denn? Haben Sie sich verletzt? Bruder, der Name. Geht es dir gut? Klar, beim Schwertkampf wurde ich schon viel härter getroffen. Ich habe diese Schlacht begonnen und ich werde sie auch zu Ende beenden. Na gut. Aber hoffentlich schaffen sie das auch wirklich. So. Dann schauen wir mal. Wie es aussieht. Oh, sehr schön. Beilungsattacke. Drachendrift. Sehr schön. Das erste Tor steht. Lomus. Was passiert jetzt? Kampfgeist? Nicht dein Ernst. Ein Terragotta-Krieger kann Kampfgeist? Stahlbewehrendes Ross, schwarzer Springer. Stahlgebundene Schildmaid, Brunhild.
What the fuck? Was sind das für Terrakotta-Krieger? Nebelschleier. So, wo ist denn eigentlich hier unser Freund? Der muss mal, wir müssen mal die Plätze tauschen. Wirbelsprint. Oh, Wirbelsprint funktioniert. Nice. Sehr schön. So. Oh, ich wollte eigentlich Muxi maxen. Ich spiele mal zurück, wenn ich den Ball kriegen sollte. Aber Teletausch kommt. Okay. Nochmal Teletausch? Nö. Ja, wir machen mal nix. Was macht er? Auch Teletausch. Okay. Nee, ich spar mal lieber meine TP. Ja, mach ruhig Teletausch. Mach ruhig. Somit kann ich dir jetzt den Ball leichter abfangen. Oh, Gabi. Warum bist du so weit weg? Eierkuchenfalle. Und der funktioniert. Ich sollte Gabi mir doch mal in der Mitte reinsetzen. So. Abseits? Kein Abseits. Ich nehme mal Mixi Max. Und zwar Faye. Wir schießen jetzt einfach mal drauf. Treffen wird er jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht, aber falls der Torhüter irgendwie Spezialattacken hat, können wir ihn damit jetzt schon mal TP ein bisschen abziehen. So, gucken wir mal. Er benutzt Teletausch bestimmt, oder? Ja. Das könnte, glaube ich, alle hier, oder? Gefühlt. Gucken wir mal, ob wir den Ball kriegen. Ja, Teletausch ist stärker als unser Digi-Scan. Leider habe ich noch ein. Leider habe ich einen erwischt, der das noch einsetzen konnte. Wir machen mal nix. So. Wir holen uns den Ball mit Ablocken erstmal. So. Und nach vorne. Hey, nach vorne habe ich gesagt. Na komm, wir holen uns den Ball jetzt. Reicht langsam. Wirbelsprint. Alter, wo sind die ganzen Spieler hin? Komm schon. Fey. Und Mondsalto. Stratolaser. Haha, aber der geht trotzdem rein. Weiter. So, 2-0, also so weit, so gut. Nummer 11 ist es, ne? Okay. Dann machen wir. Wir machen jetzt einfach mal nix. Setz du ruhig mal deine Sachen ein. So, Wanli. Einmal die Jumbo-Presse. Dankeschön. Aber bitte kein Foul.
wäre gut. Ah, genau bei 30. Er ist doch verletzt. Warum will er unbedingt weiterspielen? Wenn Louis Bay sich einmal an der Sache vorgeschrieben hat, bringt er sie auch zu Ende. Das war schon immer so. Er hat einfach schon viel zu viel Leid gesehen. Er sah, wie Mandarine. Was? Er sah, wie Mandarine viel zu spät auf Fluten und Dürre reagierten. Er weiß, welch schreckliche Folgen Zaudereien haben kann. Er ist nicht leichtsinnig, aber er weiß genau, dass er handeln muss, bevor es zu spät ist. Deshalb wird er einst China beherrschen. Es gibt unzählige Narren, die edle Kleidung tragen und sich für gute Verwalter, Anführer oder gar Herrscher halten. Doch beim ersten Anzeichen von Gefahr sind sie verloren wie Rehe. Keiner von ihnen trifft schnell eine Entscheidung und handelt. Jedoch weiß Liu Bei, dass er China nur mit Zwangshilfe vereinen kann. So bringt ihn nichts und niemanden von seinen Vorhaben ab. Er ist unser Waffenbruder und wir werden für ihn sterben, wenn es sein muss. Wie mutig sie sind. Shi Pi, du bist dran. Ich? Ja, aber... Keine Angst, ich gebe nicht auf. Schließlich haben wir beide etwas, das wir beschützen wollen, nicht wahr? Ich will meine Landsleute beschützen. Und du den Fußball. Sie haben recht. Dann werde ich Ihnen zeigen, was ein wahrer Torwart, wie ein wahrer Torwart kämpft. Es ist gut, dass du entschlossen bist. Aber werde nicht überheblich. Überheblichkeit führt zu falschen Entscheidungen. Aber was noch viel wichtiger ist, du darfst niemals zögern, wenn die Zeit zum Handeln gekommen ist. Du weißt nie, aus welcher Richtung der nächste Ball kommt. Aber das macht nichts. Triff eine Entscheidung und hoffe auf das Beste. Ich weiß nicht, ob das richtige Strategie ist. Das ist einerlei. In größten Not zählt die Sicherheit nichts. Wichtig ist, dass du schnell handelst. Aber... Schöpö, ich habe gesehen, wie durch Zögern Schlachten verloren wurden. Und du willst doch beschützen, was dir wichtig ist, oder? Ich verstehe. Ja! Wieso haben sie nicht den ganzen Teil einfach synchronisiert und dann einfach mittendrin nicht? Das verstehe ich nicht. Warum? Naja. Okay, zweite Halbzeit. Auswechslung bei Ramen. 2-0. Boah, wir könnten eigentlich hätten besser führen können, aber wir sind in der Führung. Und der Dude hat so gut wie seinen Kampfgeist verloren. Nein. Ach, das war jetzt falsch. So, Defensivstreich. Bitte kein Foul. Ich dachte, bitte kein Foul. So, dann einmal Wondersprint. Oh. Oh, was ist denn da los? Hillertausch ist stärker. Ja, Wirbelsprint einmal. Zack. Die Attacke, die Erwin im ersten Teil gemacht hat. So, dann einmal. Schuss. Mondsalto. und
Level-Up der Technik. Sehr schön. Da haben wir schon mal das nächste Tor. Ah, 3-0. Easy. Ich mache hier gerade gar nichts. So. Und schießen noch ein Tor. Aber diesmal mit Zahn der Uhrzeit. Let's go! 216. Macht nichts. Und damit bauen wir die Führung weiter aus. ...4-0. Ob wir da noch verlieren können? So. Jetzt ist sein Kampfgeist weg. Perfekt. Aber er macht Teletausch. Ist okay für mich. Kann er ruhig machen. So, dann einmal Jumbo Presser. Oh. Oh, er kommt durch. Komm schon. Digi-Scan. Digi-Scan. Das wär's jetzt gewesen. Leider nicht. Aber wir können normal halten, weil er kann ja nix. Er hat keine TP mehr. Ja, easy. Rusty, wo bist du? Kampfgeist? Wie Kampfgeist? Schwarzer Bauer? Da ist noch jemand, der Kampfgeist benutzen kann. Was ist mit diesem Terrakottenkrieger kaputt? Wer ist das denn? Quinn 6? Oh mein Gott. Außenfaust Sprint. Eisenfaust, nicht Außenfaust. Eisenfaust. Sprint. Okay. Eierkuchenfalle. Let's go. Zack. Oh mein Gott, was war das denn jetzt hier? Aaron schwächt aber sehr ab in diesem Match, ne? Verliert zwei Kämpfe, verliert den Ball. Was ist denn los mit ihm? Was ist denn los mit ihm? Wer hat ihn? Ah, okay. Dann machen wir Valkyrenwall. Haben wir das schon gesehen? Ich glaube nicht. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich glaube schon. Abseits? Kein Abseits. Okay, let's go. Dann Weißer Odem. Und damit haben wir 5-0. Hey, wir haben S-Rang. Aber es ist ja noch keine Tour. Sehr schön. Wir machen nix. So, Eisenfaust Sprint.
Soll mir recht sein, komm, mach. Mach du ruhig. Verbrauch deine ganzen Pünktchen. Und damit ist dein Kampfgeist weg. Easy. Jetzt müssen wir nur noch drauf warten, dass die Zeit vorbeigeht. Aber da kommt auch schon der nächste Kampfgeist. Dann würde ich sagen, Ricky. Wer bist du jetzt? Noch ein schwarzer Bauer. Nummer 11, Nummer 6 und Nummer 10. Okay. Ah, komm. Wir nehmen mal Rüstung. Defensivstreich. Eisenvorsprint. Ah, verdammt. Aber das haben wir das jetzt auch mal gesehen. Oh mein Gott. Das hat nicht ganz geklappt. So, ich mach mal nix. Genau, mach mal Teletausch. Damit kannst du jetzt deinen Zahnradzerstörer da nicht mehr einsetzen. Von daher können wir getrost den Ball hier abnehmen. Und damit das Spiel gewinnen. 5-0. S-Rang ist da. Sehr schön. Kasseliche Gnade darf nicht verlieren. Inakzeptabel. Das war klasse, nicht? Windhagen? Okay. So, warte mal. Wer ist denn hier jetzt? Potty ist 22 geworden. Okay. Du hast es geschafft. Ja, vielen Dank für Ihre Hilfe. Kinder, wie vereinbart, gewähren wir euch freien Durchgang. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Zhuge Liang, wir kommen! Liu Bei ist schon echt seltsam, aber irgendwie hatte er doch recht. Ja, allerdings. Oh, Kickerkärtchen. Heißt das, wir können die nächsten mitnehmen? Aber ich denke mal, das wird ziemlich schwierig, ne? Gucken wir mal. Nummer. Was? Wer bist du denn? Liu Bei's Autogramm. Ah, ne. Ihr seid nicht die, die ich suche, ne? Ihr seid andere. Okay. So, was haben wir denn für Spezialtechniken hier? Gucken wir mal. Große Mauer, Kraftfeld, Illusion, Seifenblasenbombe. Okay. Dann einmal. Obwohl, Hathor ist jetzt 25. Ihn kann ich jetzt für Dingens benutzen. Das wollte ich für Settler nehmen. Ist die Frage, kann ich. Ich gebe ihm jetzt einfach mal. Seifenblasenbombe. Ah, ein Fernschuss. Stern zwar auch ein Fernschuss. Okay. Die graue Mauer. So. Probier's jetzt aus. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Ah, Halle der Krieger. Da können wir jetzt hin teleportieren. Okay. Benutzen den Miximax für Settler und Hartzog.
Und ich kann mir tatsächlich das hinnehmen. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen Powerpuls und die große Mauer. Ja, okay. Einmal Mixi-Maxen. Sehr schön, der hat die Hautfarbe angenommen, ne? Und ein bisschen die Haarfarbe. Okay, haben wir das. Potty würde ich irgendwann auch mal synthetisieren, aber aktuell haben wir niemanden. Der ist zu schwach. Auch zu schwach. Müssen Level 25 sein. Okay, irgendwann wird das schon. Irgendwann wird das schon so sein. Ansonsten kann ich, glaube ich, hier mit niemandem, ne? Weil einige von den Schlüsselspielern haben ja auf jeden Fall Sachen. Wenn ich jetzt Rusty. Nee. Mit Rusty kann ich nichts. Okay. Gut, wie es weitergeht, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Das war's für diese Woche mit Inazuma 11 Go Chronostone Donnerknall. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir so langsam die Spitze erreichen werden. Und ja, was dann uns dort erwarten wird, wie wir jetzt die zwei Kräfte bekommen, werden wir bestimmt erst beim nächsten Mal erfahren. Also schaut auch wieder beim nächsten Mal ein. Bis dann!